Hallo, ich möchte Ihnen hier das neue Apple iPhone 5 zeigen, welches jetzt Ende September erstmals in den Handel gekommen ist. Schauen wir uns das Gerät mal an. So, wir haben hier das neue iPhone 5. Beim Rausnehmen direkt gemerkt, dass es deutlich leichter ist als das bisherige iPhone 4 oder 4S. Ich mache hier mal die Folien ab, dass man ein bisschen das Design erkennt. Wir haben hier das schwarze Gerät oder schwarz und mit Graphitgrau. Gibt es alternativ natürlich auch in Weiß weiterhin. Zur Größe, ich habe hier nochmal das alte iPhone 4 im Vergleich. Wenn man die direkt nebeneinander hält, dann sieht man, dass das neue iPhone 5 etwas höher ist, weil es auch ein größeres Display hat. Das iPhone 4 hat hier noch ein 3,5 Zoll Display und das iPhone 5 hat bereits ein 4 Zoll Display, Retina Display mit sehr hoher Pixeldichte, sodass man als Men das menschliche Auge auch die Pixel gar nicht mehr so wahrnimmt. Wenn ich sie direkt übereinander halte, dann sieht man sehr schön, dass sowohl iPhone 4 als auch iPhone 5 gleich schmal sind. Das heißt, auch das neue iPhone liegt besonders gut in der Hand und kann gut bedient werden. Wenn ich mir hier nochmal die Dicke anschaue, dann sieht man hier, dass das iPhone 5 nochmals dünner geworden ist als das iPhone 4 in dem Fall. Ich habe hier auch noch das alte iPhone 3G im Vergleich. Und hier sieht man sehr schön die Entwicklung der drei Apple-Generationen, iPhone 3G, 4 und 5. Ja, damit das neue iPhone 5 überhaupt so schmal werden konnte, hat es verschiedene Änderungen gegeben, auf die ich auch später noch eingehe. Eine der Änderungen ist insbesondere auch die neue SIM-Karte. Bisher gab es ja bei Smartphones die Mini-SIM oder Micro-SIM. Ich habe hier jetzt eine Mini-SIM. Und beim iPhone erstmals bei einem Smartphone im Einsatz ist die neue Nano-SIM, die man hier sehr schön sieht. Im Vergleich nochmal die Mini-SIM. Und man sieht hier, dass diese fast ja, ein Viertel der Größe ausmacht. Aber nicht nur die Größe ist unterschiedlich, auch die Dicke der SIM-Karte ist anders. Also die neue Nano-SIM ist auch nochmal etwas dünner geworden. Das heißt also, wie es früher mal ging, dass man die alte SIM-Karte einfach zugeschnitten hat, das funktioniert nicht mehr. Man braucht wirklich eine neu zugesendete Nano-SIM, die es bei Vodafone dann beim Kundenservice im Wechsel gibt oder beim Neuvertrag kriegen Sie natürlich direkt die Nano-SIM zugeschickt. Schauen wir mal, was noch im Karton ist. Wir haben hier beim iPhone 5 mit dabei ja, die Anleitung und hier da drin auch so eine kleine Stecknadel, die ist dafür da, um dann später die SIM-Karte einzusetzen. So, dann haben wir hier den Netzstecker, um das iPhone 5 am Stromnetz aufzuladen. Da kommt dann einfach hier der USB-Stecker rein vom beiliegenden Ladekabel. Das wäre dieser hier. Das ist auch eine Neuerung, war auch notwendig, diesen Stecker zu ändern gegenüber dem alten Modell, um das Gerät ja so schmal und dünn zu machen. Das ist der neue Apple Lightning Connector, der ja, weniger Steckkontakte hat. Der Vorteil ist, er kann von beiden Seiten eingesteckt werden in das Gerät. Ich zeige das hier mal. Kommt also hier unten ran. Wenn ich es nochmal mit dem iPhone 4 vergleiche, da war dieser Stecker ja deutlich breiter und größer und konnte auch nur in eine Richtung. Also so rum ging er nicht. Er musste immer in eine gewisse Richtung. Und wenn ich das hier nochmal Vergleiche sieht man, dass dieser Stecker deutlich kleiner ist. Nachteil ist natürlich, altes Zubehör kann so ohne weiteres nicht mehr verwendet werden. Man braucht dann einen Adapter, um von dem alten auf den neuen, ja, Steckkontakt zu kommen. Ja, hier hat sich es jetzt schon eingeschaltet vom Einstecken des Steckers. Ja, was gehört noch zum Lieferumfang? Als letztes hier die neuen Apple EarPods. Das sind ja, neu designte Kopfhörer, die sich besser dem menschlichen Ohr anpassen sollen und damit einfach bequemer zu tragen sein sollen. Ja, ansonsten natürlich auch sollen die auch einen sehr guten Klang weiterhin haben oder auch verbesserten Klang haben. Ja, das ist im Prinzip der Lieferumfang vom neuen iPhone 5. Dieses erhalten Sie bei Vodafone mit den Superflat-Internet-Tarifen zum besonders günstigen Preis. Gibt es in Weiß oder in Schwarz. Und wahlweise mit 16, 32 oder 64 GB.
Speicher, je nachdem, wie Sie es benötigen.